Was machst du, wenn ein Kunde anruft und sagt, habe ich aufgehabt, ich habe sie kennengelernt durch das Fotoshooting oder so und ich möchte jetzt einen Film haben und der soll 3 Minuten lang sein und was kostet der? Dann gibt dir ja schon viele Infos und die meisten sagen, ich brauche einen Film, was kostet der? Auf diese Frage antworte bitte nicht, ja, so ungefähr so zwischen 5.000 und 50.000. Das kannst du natürlich machen, aber tatsächlich doch so könntest du antworten. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann kriegt der Kunde vielleicht eine Idee, du kannst auch sagen zwischen 2.000 und 200.000. Und dann merkt er, ah, okay, stimmt, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Wenn der gut ist, fragt er, was für Infos brauchen Sie denn von mir? Wenn er das nicht fragt, fragst du diese Infos ab. Wen hast du vor dir? Ja? Also sei smart und guck, dass du rausfindest, ist das der CEO, ist das die Assistenz, ist das der Praktikant, ist das der Marketingleiter oder die Marketingassistenz? Was für eine Sprache spricht der? Lass dich auf diese Sprache ein. Wenn er dich von Anfang an duzt, duzt den auch. Wenn er dich die ganze Zeit sieht, guck, ob du den irgendwann mal zum Du kriegst, weil das dir vielleicht natürlicher liegt oder weil du das Gefühl hast, dass euch das näher zusammenbringt. Das ist super, super wichtig. Also dieses Pacing, dass du irgendwann mal ins Leaden kommst. Man nennt das Pace-Pace-Lead, dass du sozusagen erstmal in so ein Tuning gehst, machst dein Herz auf, gehst in Kontakt mit dem. Das kann am Telefon sein, das kann aber eben auch im 1-zu-1-Gespräch sein. Das nächste ist, dass du wertschätzt, dass er überhaupt angerufen hat, denn eigentlich hast du den Kunden ja schon. Du musst ihn gar nicht mehr gewinnen. Gerade haben wir festgestellt, du musst den Kunden nur noch halten. Das nächste wäre, dass du fragst, wofür ist denn der Film eigentlich? Also was ist der Nutzen von diesem Film für Sie, für das Unternehmen? Und vielleicht auch, was für eine Botschaft wollen Sie denn vermitteln? Welche sollen das Werte Ihres Unternehmens sein, die vermittelt werden sollen? Soll ein Produkt verkauft werden, sollen diese Produktfeatures vermittelt werden? Je spezifischer du fragst, desto bessere Antworten kriegst du und desto mehr Infos hast du, um nachher eine gute Kalkulation zu machen. Du kannst auch fragen, haben Sie schon mal einen Film in-house outgesourced produziert? Ja, haben wir. Was hat der denn gekostet? 5.000 Euro. Was war das für ein Film? Ein Eventfilm. Aha, okay. Was drehen wir jetzt? Ja, wir wollen einen Imagefilm haben. Aha, okay. Wofür ist denn der? Dafür. Ah, okay. Das ist eher ein Eventfilm. Also du merkst, in so einem Gespräch kann sich das drehen. Der Kunde sagt, ich brauche einen Imagefilm, weil er mal gehört hat, ein Imagefilm ist etwas, was ich brauche. Und eigentlich brauche er aber einen Eventfilm. Versteht ihr ein bisschen, wohin ich darauf hinaus will? Also nur weil der sagt, ich brauche einen Imagefilm, heißt das nicht, dass er einen Imagefilm braucht und dass das er, wenn er sagt Imagefilm, auch ein Imagefilm gemeint ist. Das heißt, du musst mega offen sein und wachsam und gut zuhören und vielleicht auch mal ihm nicht glauben, was er sagt, sondern dahinter fühlen oder du kannst auch sagen, dahinter fragen. Was für Fragen kann man noch stellen? Also Nutzen des Filmes, Zielgruppe auch ganz wichtig, ja, für wen ist der Film eigentlich und vielleicht auch für wen ist der Film nicht. Gibt es Beispiele, die Sie schon gesehen haben, die Ihnen gefallen? Ja, sind es Beispiele, die auch Negativbeispiele sind? Schicken Sie mir ruhig mal ein paar Links zu. Macht euch die Arbeit so leicht wie möglich. Ja, der Kunde möchte Folgendes. Er sagt, tu mal was rein. Mach mal da was rein. Mach mal einen Film da rein. Das soll wenig kosten. Mach mal schnell, jetzt brauche ich. Du kannst aber auch sagen, ah super, dass du auf mich zukommst. Mach mal erstmal selber was rein, damit ich daraus was machen kann. Jetzt ein bisschen plakativ, aber mach dir es doch so einfach wie möglich, weil im Zweifelsfall hat der Kunde nicht so viel Geld. So, du brauchst einen Kunden, weil du dein Unternehmen finanzieren musst. Du brauchst den Kunden, weil du möchtest den Kunden haben, weil es dein Image aufwertet, weil es dein Portfolio besser macht und so weiter. Gib dem Kunden die Möglichkeit, sich zu involvieren. Hol ihn mit ins Boot. Ja, stell dir vor, du holst den Kunden mit ins Boot, ruderst den Fluss runter. Und während dieses Prozess, während du mit dem arbeitest, also angenommen, du hast dann den Auftrag, wird der Kunde ganz oft sagen, ah, guck mal da am Rand, da stehen Kühe, können wir nicht da mal hinfahren, können wir nicht mal gucken,
Können wir uns mal die Kühe angucken und sagen, da können wir mal kurz gucken, aber ganz ehrlich, wir müssen ja weiter dahin. Weil wir am Anfang festgelegt haben, wir wollen einen Imagefilm haben. Weil der sagt dann, ach, können wir da nicht vielleicht auch einen Eventfilm irgendwie draus machen oder können wir nicht vielleicht dann noch bei Instagram, bei YouTube und so weiter. Legt mit ihm am Anfang fest, was eure gemeinsame Zielrichtung ist. Und wenn du feststellst, diese Zielrichtung willst du nicht erfüllen oder kannst du nicht erfüllen, zu welchen Bedingungen auch immer, weil vielleicht das Budget nicht hoch genug ist oder weil du es nicht geschafft hast, ihn zu überzeugen, weil du es nicht geschafft hast, ihn zu halten, dann lass die Finger davon. Ja? Wenn du aber lernen möchtest, wie du dem Kunden das gut verkaufst, dann geh auf ein Verkaufsseminar und schau dir an, wie Verkaufen funktioniert. Und wie nicht Verkaufen funktioniert im klassischen Sinne, sondern vielleicht Verkauf aus dem Herz. Dass man dem Kunden etwas anbietet, was er wirklich braucht. Weil wenn du dem Kunden das anbietest, was er wirklich braucht, dann ist er am Ende zufrieden. Und der Kunde kann ja bedeuten, da steht eine große Kooperation dahinter, wie MAN oder Mercedes-Benz oder SAP oder sowas. Aber der einzelne Marketingleiter muss ja zufrieden sein, der CEO muss zufrieden sein. Die Fachkräfte müssen auch zufrieden sein, wenn es ein Recruiting-Film ist und die kriegen nachher Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die irgendwie nicht an ihrer Seite vernünftig stehen, mit denen sie nichts anfangen können, dann sind die auch nicht zufrieden und sagen nachher, die sind in den doofen Film, den wir aus Köln gemacht haben. So, das sollte nicht passieren, weil du möchtest vielleicht ja noch einen weiteren Film. Beantwortet das ein bisschen deine Frage? Auf alle Fälle. Gut. Sind daraus noch weitere Fragen entstanden? Erstmal nicht. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass wenn das nächste Mal das Telefon klingelt, dass jemand sagt, was kostet der Film, wie ihr darauf reagieren könntet? Ja, aber noch eine Frage. Das ist, wenn man sich trotzdem, man weiß das, man hat alles nachgefragt und trotzdem möchte man sich noch absichern. Kann man dann gerade sagen, ja, ich brauche noch eine Woche oder ich brauche noch einen Tag? Was ist eine angemessene Zeitspanne, um dann zu sagen, ich schicke das zu oder muss man direkt eine Antwort geben? Nein, musst du nicht. Also mach so, wie es für dich passt. Ja, ist auch Lebenszeit, ist deine Lebenszeit, stress dich nicht deswegen. Also mach dir so viel Stress, wie du brauchst, um vernünftig zu arbeiten, aber nicht mehr darüber hinaus. Am Ende will der Kunde ein Angebot haben. Also jede Firma ist gewohnt, ein Angebot zugeschickt zu bekommen und zu vergleichen, weil die werden nicht nur dich anfragen, sondern die werden bestimmt auch noch zwei weitere anfragen. Wenn zum Beispiel MAN oder Mercedes-Benz bei dir anruft, dann müssen die ab einem bestimmten Budget drei Angebote einholen. Das müssen die, weil das sind Regeln, die festgelegt sind, weil der Einkauf nachher entscheidet, ich nehme X, Y oder Z. Z ist am günstigen, den nehmen wir. Jetzt sagt der Marketingleiter aber so, ja, Z ist am günstigen, Z ist aber auch aus meinem Gefühl heraus, da haben wir darüber gesprochen, das Gefühl entscheidet, was du kaufst, aus meinem Gefühl heraus nicht gut. Die sind zwar günstig, ja, können wir machen, aber ich glaube, das Ziel, wo wir hinwollen, wird damit nicht erreicht. Sondern das Angebot, was du abgeben musst, muss so spezifisch sein und so genau sein, dass du nachher weißt, das, was ich in Arbeit reinstecke, wird so entlohnt, dass ich zufrieden bin, dass die Leute, die dich engagiert, zufrieden sind, dass du damit dein langfristiges Ziel erreichen kannst. Also mal angenommen, du möchtest 2020 am Meer leben, ja? Wie ich zum Beispiel, und das ist mein Ziel, das ist ja ein privates Ziel, aber es ist auch ein berufliches Ziel, weil ich dort Seminare geben möchte, weil ich dort Workshops geben will und so weiter, dann muss ich ja gucken, alles das, was ich jetzt heute tue, dass ich genügend Geld verdiene, um da irgendwie vielleicht zu landen.